Hallo und herzlich willkommen zu einer wundervollen neuen Folge von Scrub Mach Henne. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin euer Xack und wir legen auch gleich los. So, ja, wir kommen immer weiter mit unserem schönen, kleinen, aber feinen Riesenrad. Ja, ist ein bisschen blöd mit den Gondeln. Jetzt haben wir letzte Folge festgestellt, dass die äußeren ein bisschen tiefer hängen als die inneren. Also in der Mitte. Das ist ein bisschen blöd gelaufen. Kann man jetzt nicht ändern, ist halt jetzt so. Und wir haben das jetzt so, machen das jetzt so, dass die Gondeln, mal kurz demonstrieren. So. Ein bisschen fahren. So, noch ein Stück. So. Dass die so anhalten werden. Ja, das ist unser Plan. Also sprich, dass wir hier Ein- und Ausstieg haben und hier Ein- und Ausstieg, ja. Anders, da können wir das jetzt hier tatsächlich gar nicht so einfach lösen. Und das macht aber eigentlich auch nichts. Hat auch was. Und ja, warum eigentlich nicht? So, okay, jetzt machen wir mal kurz die Ecken hier. Jetzt mal nochmal schauen, wenn wir hier, wie wir die Punkte setzen. Ich denke, dass wir hier eher außen hin müssen. Weil wir sonst so nicht richtig positionieren können. So, ja, ich glaube, das machen wir so. Dann hier in die Mitte natürlich. Weil wenn wir das alles in die Mitte machen, dann werden wir ganz schnell ein Problem kriegen. Aber hier können wir nicht nach außen. Das geht nicht. Also da müssen wir tatsächlich innen hinbauen. Oh, und was man alles so denken muss, ne? Voll krass. Das Schlimme ist, das fällt einem dann erst am Ende auf. So. Dann gehen wir ganz runter. Hier. Da. Da. So. Ah, hier brauchen wir auch noch. Und hier. Das ist ja ein Wirrwarr, du, hä? Und wie machen wir das hier? Weil wir hier haben wir ja... Müssen wir später anfangen. Müssen wir hier hin. Mit symmetrisch Rast zieht man mal hier noch einen hin. Dann machen wir den und den weg. So. Genau. Und dann brauchen wir ja hier... Warte mal. Außen wollen wir hier hin. Sprich, der weg. Da, meine Güte. Müssen wir mal gucken, dass wir das dann ein bisschen schöner gestalten noch. So sieht es ja aus wie Raut und Rüben gerade. So, genau. Und das müssen wir, machen wir jetzt hier mit, auch mit Schrägen, ja. Also mit den Dreier-Schrägen. Warte, da können wir das eigentlich so machen, dass wir immer hier überall hinsetzen, wo wir gerade können. Hier fehlt einer. Ja. Puh. Das ist interessant. Dann machen wir mal oben zu. Genau, machen wir mal zu, wo wir zumachen können. Wahnsinn. So. So. Das bleibt offen. Der geht dann bis hier hinter, also hier so. So. Zack. Das kommt zu. Da kommt so ein Dings hin. Aber hier ist echt schwierig mit der Stelle. So. Jetzt können wir überall diese Dinger hinsetzen, wo es nach unten geht.
falsch. Der. So, genau. Und jetzt kann man die anderen setzen, also. Genau. Aber da gehen tatsächlich nur die, die nach links gehen. Das Sahne. Hier macht keinen Sinn, ne? Da müssen wir andersrum. Ja, hier ist die Frage, ob wir das hier brauchen. Eigentlich nicht. Hier genauso eigentlich. Jetzt reicht er nicht ganz bis... Oh doch, er reicht... Ja, ja, jein. Also eigentlich reicht er schon hin, aber... Hm. Naja. Passt schon so. Sieht schon nicht schlecht aus. So, da können wir hier eine Stütze, weitere Stütze hin. Dann machen wir die da weg, weil wir die hier fortlaufen. Sonst ist das irgendwann, sieht das alles irgendwann so voll komisch aus. Weil wir alle irgendwo Stützen haben, die hier runter und hoch gehen. Ist ja grauenvoll. Kann man sich ja nicht anschauen. So. Ja, was ist hier jetzt? Warum geht das nicht auf? Wir haben doch schon die Dreier hier. Ah, geht's? Nee, das geht nicht auf. Müssen wir hier jetzt den Zweier draufsetzen? Was ist denn das? Wo wir war. Ach, weil wir hier eins später anfangen, deswegen. Mhm. Schön. Naja, so geht's auch. Müssen wir echt ganz schön hier experimentieren und Kompromisse eingehen, sag ich mal. Das ist ja Wahnsinn. Hier jetzt dann auch, ne? Gut, da passt jetzt der dann drauf. Das geht schon, aber... Puh. Hab mir anders vorgestellt, ehrlich gesagt. Ja, sieht nicht schlecht aus. Also schlecht aussehen tut es nicht. Vor allem, wenn es dann Farbe kriegt und Beleuchtung und so, ne? Aber wie gesagt, ich habe es mir tatsächlich anders vorgestellt. Gut. Ist jetzt halt so. Ja, wieso? Achso, scheiße. Ich wollte schon anfangen loszuschreien. So, ey du! Was ist mit dir los? Warum warst du nicht? Ja, sieht nicht schlecht aus, auf keinen Fall. Also, da haben wir schon schlimmere Sachen gebaut. So, genau. Hier kann man auch nicht runterfallen. Wichtig ist, dass man dem so aus Versehen runterfallen kann, ne? Hier so. Kriegt er hier sogar noch eine Style-Schräge hier. Super geil. Hier genauso. Ultra. Mann, sieht das geil aus.
So, andere Seite noch mal gucken. Da haben wir ja so ein Wirrwarr. Die Stütze kann weg. Stattdessen nehmen wir die Stütze vom Bein hier. Also vom Geländer. Das A, genauso. Dann brauchen wir hier keine Style-Kurve. Sondern haben wir hier eine Stütze, dann machen wir die Stütze dahin und hier eine Stütze hin, dann kommt. Ja, das lassen wir lieber, sonst fällt alles auseinander, oder? Obwohl, wird wahrscheinlich sogar gehen. Aber das lassen wir, das sieht ja keiner da unten. So, ja, das sieht aber jetzt ganz passabel aus. Einen Tick können wir noch weiter rüberfahren. So. Puh. Das war ein Kampf. Das war ein Kampf, du. Aber ist gut geworden, oder? Sieht ja ganz gut aus. Hier habe ich noch was gesehen. Ja. Sieht gut aus. Auf jeden Fall. Performance ist gut. 150 bis 200. Astrein. Ja, für so ein Bauwerk schon nicht schlecht. Darf man nicht vergessen, also hätte auch anders laufen können. So. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir das hier unten machen, ne? Da würde ich sagen, da machen wir auch hier machen wir ein Häuschen rein. Und zwar das Kassenhäuschen. Ist mir doch ein bisschen ausgeschweift. Soll jetzt nicht die kleine Zelle sein von nebenan, sondern schon ein bisschen Größe darf es schon haben. Muss mal gucken. Wenn man natürlich. So, ja, das geht. Hier haben wir eine Reihe zu viel, also zu weit. So, genau, das ist die Rückwand. Die kann komplett zu sein, das braucht kein Mensch. So. Genau. Hier vor, da runter. So, das ist das Kassenhäuschen, ja. Also man kommt hier im Prinzip so drauf zu dann. So. Und dann geht man links oder rechts, ja. Ist egal. Eigentlich voll bescheuert, aber egal. So, was haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4, 5, das passt. Dann gehen wir hier runter und hier rüber. 5 runter. 1, 2, 3, 4, 5. Hier runter. Rüber. Hier runter. So. Ah, das passt schon, ne? Ist doch schön. Und wo geht man raus? Weiß keiner so genau. Ne, warte mal, wie machen wir das denn? Dann machen wir hier Ausgang und hier Eingang. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ne? Hier ist der Eingang.
Die zahlt man, dann geht man hier hoch, wartet hier, bis die Leute raus sind und dann geht ein Teil links, ein Teil rechts. Das passt, das ist so super geil. Und hier kommt man dann halt wieder raus. Das ist wieder der Ausgang. So einwandfrei. Schön. So, ja, das ist doch toll. Machen wir hier so einen kleinen Rand noch hin. Damit man auch erkennt, dass es ein Haus ist. Dann suchen wir uns mal Glas fürs Dach und für die Seiten. Da darf es ruhig Glas sein. So. Wie kommt man da eigentlich rein? Es gibt gar keine Möglichkeit, um hier vernünftig reinzugehen. Dann machen wir das mal so. Dann kommt hier so eine Tür hin. Wir müssen uns überlegen, ob wir hier echt einen Boden hinmachen. Ne? Also normalerweise empfehle ich das dann anzuschweißen. Wir haben halt hier diese Stützen, das ist halt das. Muss man mal gucken, wie man das macht. Mit dem Boden. Mal schauen. So, also hier würde man dann... Wo wäre der, wenn der Boden hier wäre, dann wäre man ja viel zu hoch. Das ist nicht der Boden. Der Boden ist da unten, ne? Also tatsächlich hier drunter wäre der Boden. Ne, dann passt die Zaunhöhe. Das passt schon so. Das wirkt nur so komisch. So, und dann wäre man hier drin. Ach, dann ist hier der Boden ja auch eins niedriger. Deswegen war das jetzt so die ganze Zeit so komisch. Hier ist der Boden. Genau, jetzt passt's. Das ist der Boden, ne? Dann kommt man auch so rein, ne? Und hier, yeah, was wollen Sie denn? Ich will Riesenrad fahren, ich bin ja hier beim Riesenradladen. Ach so, ja, klar, natürlich. So, machen wir hier eine kleine Theke noch rein. Für die Knöpfe dann. So, dann kann er hier oben noch gucken, ne? So, oh, was ist denn heute los? Und hier noch ein Guckfenster rein. Damit er einfach gucken kann, wo gerade sich die Gondeln befinden und so, ne? Machen wir vielleicht hier sogar auch noch auf. Damit er mehr sieht. Und wenn man hier oben ist und gerade in der Warteschlange ist, dann kann man sogar beim Kassieren zugucken. Aha, der bescheißt ja die Leute. So, so. So läuft das also hier. Ja, das sieht doch schön aus. Dann kann man hier oben noch so ein fettes Werbeschild hinmachen. Hier so, zack. Und dann hier so, zack. Dann macht man, schreiben wir hier. Wir haben jetzt sogar die Scrap Letters drin. R. I. E. S. E haben wir schon. Hoffe ich, passt hin. Riesen. Müssen wir ein bisschen rüberrutschen. Riesen. Mal ein N. N. Ein A und ein D, dann passt. Oh, geil. Ein
A und ein D. Ja, so, oder? Passt. Oder man könnte natürlich auch hier noch so einen Ausschweifer machen und dann könnte man drumherum noch so ein bisschen Lichteffekte machen. Das ist ganz cool. Hier mit denen hier dann. Oder vielleicht sogar mit denen hier. Allerdings würde ich dann das Riesenrad so draufschreiben. Dann würde ich mir. Scheiße. Würde ich mir überlegen. Weil dann sieht das doch. Sonst ist das zu fett. Das muss ja jetzt auch nicht sein. Dann machen wir das wieder weg. Die Reihe weg. So, die Lampe hält es ja dann jetzt gleich in der Reihe. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. So, Riesen. Was haben wir da denn jetzt für eine Scheiße gebaut? Wenn Xarok was baut. Wahnsinn. So, dann hier und da wieder Lampen hin. So. Jetzt aber. So ist schon geil, gell? Das sieht schon geil aus. Cool. So, jetzt kann man hier noch so ein bisschen netter aussehen lassen. Genau, so passt schon. Riesenrad. Sehr auffällig. Jetzt machen wir hier so. Was machen wir denn für einen Hintergrund als Farbe? Rot oder so. Und dann kriegt das hier noch so eine schöne Laufschrift hier. Man sieht das ziemlich cool aus. Riesenrad, also die Schrift machen wir blau. Oder weiß. Machen wir weiß. Weiß ist gut. Ja. Und wenn man es gut lesen kann. Super geil. So, liebe Leute, wir sind leider am Ende der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es gefallen hat, ein Like da lassen. Wir sehen uns in der nächsten Folge dann. Genau. Und dann fangen wir wirklich mit der Technik an. Also sprich, damit sich das Ding dreht, damit das hält. Dann die Ein- und Ausstiegfunktionen und natürlich das ganze Licht müssen wir auch noch einbauen. Ja. Aber das wird schon bombastisch, glaube ich. Das wird schon cool. Also, einschalten. Bis dann.